Willkommen in diesem neuen Video. Simon Matt ist hier und wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Und zwar haben wir gerade darüber gesprochen, welchen Satz wir so jeden Tag immer wieder hören. Und das ist der Satz: Ich würde gerne mal wieder so aussehen wie früher. Ich würde mich gerne mal wieder so fühlen wie früher. Oder auch, ich würde gerne mal wieder die Klamotten tragen von früher. Und in diesem Video wollen wir dir jetzt mal zeigen, welche klassischen Fehler Menschen dabei machen, warum sie eben dieses Ziel nicht erreichen und vor allem auch eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Malcolm, ich übergebe einfach mal an dich ganz kurz. Was sind denn so klassische Fehler, die Menschen machen, wenn sie jetzt sagen, okay, ich würde gern wieder so aussehen wie früher? Ja, der beste Klassiker ist einfach so dieses, ja gut, es hat ja früher funktioniert, dann mache ich einfach wieder das, was ich früher gemacht habe. Also man probiert wieder den Sport zu machen, den man früher gemacht hat. Man probiert wieder sich zu ernähren wie damals. Oder ja, vielleicht mache ich doch diesmal doch ein bisschen was anderes. Aber eigentlich der größte Punkt ist immer da den Sport auch. Dass man sich denkt, okay, ich bin früher sehr sportlich gewesen. Ich mache jetzt wieder so viel Sport wie da. Nur das Problem ist halt, was die meisten haben, ist, dass die einfach nicht mehr so viel Zeit haben. Weil das Gewicht ist ja aus einem Grund dazu gekommen. Das ist jetzt nicht einfach so vom Himmel gefallen und plötzlich war es da. Sondern das Problem war meistens, als ich so höre, ja, man ist ins Arbeitsleben gekommen, ist man nach dem Studium oder sowas, hat man dann plötzlich die Arbeit angefangen, man hat sich irgendwie selbstständig gemacht, man ist vielleicht irgendwo befördert worden, man hat plötzlich mehr Verantwortung gehabt. Man hatte nicht mehr so viel Zeit. Dann ist man irgendwie, kommt man nach Hause, ist eigentlich platt und denkt sich dann so, jetzt wieder Sport machen? Eher nicht. Drum, was ich dir als ersten Punkt eigentlich mitgeben kann: Es wird nicht funktionieren, wenn du es probierst, so zu machen wie früher, weil du wirst wieder zurückfallen in die alten Muster, weil du nicht mehr so viel Zeit hast, weil du nicht mehr so viel Elan hast, weil du auch nicht mehr so jung bist wie früher. Punkt aus Ende. Du kannst wieder geil aussehen, du kannst dich da wieder wohlfühlen in der Haut. Das kann ich dir auf alle Fälle sagen, das funktioniert. Das schaffen alle unsere Kunden. Kannst gerne mal beim Simon auf Instagram vorbeischauen oder bei uns auf der Homepage. Findest du genug eben Leute, die da auch über ihre Erfahrung mit uns schreiben, wie sie das wieder hinbekommen haben. Ü40, Ü50, Ü60 findest du alles. Ja, genau. Unser ältester Kunde ist aktuell 62. Also es gibt für dich keine Ausrede. Wirklich nicht. Ja. Aber das ist eigentlich so der größte Punkt, dass sie einfach denken, hey, ich mach wieder das, was ich früher gemacht habe. Also das heißt, der erste große Punkt ist, dass du halt was brauchst, was zu deiner Situation passt. Mhm. Weil nur weil das früher funktioniert hat, muss das nicht bedeuten, dass es jetzt klappt. Weil früher hatte man einen schnelleren Stoffwechsel, man hatte eben, wie der Malcolm sagt, vielleicht mehr Zeit für Sport, man hatte auch vielleicht mehr Lust, auch in ein Fitnessstudio zu gehen, wo man jetzt sagt, unter die ganzen Pumper will ich vielleicht eher nicht mehr. Und darum braucht man halt etwas, was auf die jetzige Situation irgendwo angepasst ist. Oder beim Essen auch. Vielleicht kennst du das. Früher hast du gegessen, was du wolltest und hast eigentlich nicht zugenommen. Ja. Jetzt denkst du dir, wenn ich den Kuchen anschaue, dann ist er direkt mal drauf. Deswegen Punkt Nummer 1, dass du ein Konzept hast, was zu dir passt. Für mich interessant, Punkt Nummer 2, den du jetzt schon angeschnitten hast, Ausreden. Ja. Dass viele Leute denken jetzt nur, weil sie eben älter sind, weil sie jetzt eben weniger Zeit haben, weil sie jetzt mehr Stress haben, weil sie mehr Verantwortung haben, müssen sie so aussehen, wie sie es jetzt tun. Und meiner Meinung nach ist es so, dass sobald du für dich in diese Opferhaltung reinkommst und überzeugt bist, aus irgendeinem Grund kannst du nicht mehr so aussehen wie früher, wirst du nicht mehr so aussehen wie früher. Ja. Weil der Mensch, der sucht ja immer nach Bestätigung. Und nach Gründen, warum es nicht klappt. Genau, und wenn du jetzt für dich sagst, so, ja, das geht halt nicht, weil ich zu wenig Zeit habe, dann wirst du immer, und das verspreche ich dir, wenn eine Situation kommt, wo nicht so läuft, wie du es gerne hättest, du sagst, schau, ich habe es gewusst. Ich habe zu wenig Zeit. Genau, ich kann das halt nicht, bei mir geht das halt nicht mehr. Ich bin halt schon älter, mein Stoffwechsel ist langsamer. Ich esse halt gerne, ich habe jetzt mit dem Stress, das geht halt nicht mehr. Früher, da habe ich selber gekocht, jetzt ist halt so, ich weiß, es wäre sinnvoll, aber ich bestelle halt doch lieber beim Lieferservice, was kein Hindernis sein muss. Das heißt, zweiter Punkt, finde ich super spannend, das mit den Ausreden, dass man aufhört, in diese Opferhaltung reinzugehen. Auf alle Fälle, kann ich eh gleich anschließen mit dem dritten Punkt, das sehe ich. Ich glaube, wir werfen uns die Bälle hier ganz gut zu. Ist auch dieses, du brauchst halt eine sinnvolle Strategie, die zu dir passt. Und da ist es halt wirklich so dieses, weil der Simon auch gerade gesagt hat, so, hey, die meisten Menschen haben so das Gefühl so, ich kann das halt nicht, weil ich keine Zeit habe, bla bla bla. Und der Punkt ist ja, wenn du das Video jetzt anschaust, dann weißt du wahrscheinlich genauso wie ich, dass es halt nicht stimmt. So, natürlich hast du wahrscheinlich weniger Zeit als die meisten, aber es gibt trotzdem so Momente, so Phasen, wo du dir denkst, ich wüsste, ich könnte jetzt machen, aber ich kann nicht, weil ich keine Energie mehr habe, weil ich einfach fertig bin und ich bin jetzt einfach, ich habe den ganzen Tag lang gearbeitet, auch wenn es nicht körperlich ist, eben, dann ist es meistens sogar eben noch anstrengender, weil auch Kopfarbeit ist unglaublich anstrengend.
ich habe keine Energie mehr. Und da ist genau dieser Punkt. Da, du denkst da, du müsstest das, etwas machen, du müsstest Sport gehen, du müsstest zum, da aktiv sein. Stimmt überhaupt gar nicht. Weil wir haben ganz viele Kunden, die wirklich eben unglaublich hart arbeiten, viel arbeiten, aber es trotzdem hinbekommen, weil du da einfach herausfinden musst, hey, wo sind diese Prozente, wo kriege ich diese Effizienz rein, damit ich vorwärts komme. Bestes Beispiel, wenn du von mir die Aufgabe bekommst, dass du einen Wald fällen musst. So, dann kannst du entweder nimmst du eine stumpfe Axt oder du nimmst eine Kettensäge. Was würdest du wählen? Wenn du jetzt sagst, stumpfe Axt, ja gut, dann bewirb dich bitte nicht bei uns. Aber wenn du sagst, ja, ich würde die Kettensäge nehmen, warum? Ja, weil es effizienter ist, weil du schneller vorankommst, weil es auch Spaß macht, weil du siehst, hey, da kommen Ergebnisse. Und genau so ist es nämlich auch beim Abnehmen. Du kannst natürlich auch, wenn du viel joggen gehst, so wie früher, oder wenn du ins Fitnessstudio gehst, 5-6 Mal die Woche, klar wird das funktionieren irgendwann, wenn du dich runterhungerst. Natürlich funktioniert das. Die Frage ist, wie viel Spaß macht's? Ja, und wie nachhaltig ist es, weil genau, das ist ja immer der Punkt, der Spaß. Viele Leute sagen ja sowieso, ja, Spaß machen, es muss nicht Spaß machen, es muss effizient sein. Ja, ja, gebe ich dir recht. Wäre natürlich schön, wenn es Spaß macht, aber viele Leute sind einfach so, dass sie sagen, Sport, das macht mir keinen Spaß. Das war von klein auf so. Und ich hatte gerade gestern ein Gespräch mit dem Daniel bei uns im Coaching. Ja. Der macht bisher, also er hat jetzt 10 Kilo, 9,7 Kilo abgenommen. Der hat noch kein einziges Mal Sport gemacht. Also ich habe ihm jetzt ans Herz gelegt, hey, fang mal ein bisschen an, jetzt gerade während dem Lockdown wieder, weil es ja auch fürs Herz-Kreislauf eben gesund ist, aber der hat jetzt 9,7 Kilo abgenommen, der hat noch kein einziges Mal Sport gemacht, weil es auch nicht nötig ist, weil ich gesagt habe, hey, nimm lieber die Disziplin und diese Energie, die Zeit für das Essen her, weil du halt den viel größeren Hebel damit hast und Sport ist immer unterstützend. Ja. Wenn du sagst, du willst gesund sein, du willst fit sein, dann macht Sport schon Sinn, weil es einfach dafür sorgt, dass der Herzmuskel stärker wird, dass der weniger oft schlagen muss, dass mehr Blut durch den Körper pumpt und wenn wir uns anschauen, dass 60% der Menschen an einem Herz-Kreislauf-Fehler sterben, dann macht es schon Sinn, dass man was dafür macht. Allerdings, wenn du jetzt nicht ein krasser Bodybuilder werden willst, dann musst du gar nicht so viel und so regelmäßig Sport machen. Lieber so, dass du sagst, hey, kürzere Einheiten, mehrmals vielleicht die Woche, dass du sagst, hey, das macht mir Spaß, da komme ich voran und dann eben diesen Ernährungspart richtig machst, dass du da sagst, ich weiß, was ich machen muss, in welchem Umfang und dass du eben nicht hungern musst. Ja. Weil das ist auch immer so ein Bild, ich esse einfach weniger. Wow, toll. Was denkst du, wie lange das funktioniert? Und auch beim Sport, was du angesprochen hast, klar verändert sich was. Logisch, wenn du jetzt viel Sport machst, wenn du weniger isst, wäre komisch, wenn es nicht passiert. Nur kommt halt meist irgendwann dieser Punkt, wo du sagst, ja, heute nicht. Und morgen wieder. Und dann geht es langsam diese Spirale wieder zurück, das Gewicht kommt peu à peu zurück oder man nennt es einen Jojo-Effekt, wenn es ganz krass ist. Ja. Und dann bringt es halt alles nichts. Malcolm, was wäre jetzt so dein abschließender Punkt, wie können Leute, wenn sie jetzt sagen, hey, das Video hört sich cool an, ich weiß aber jetzt nicht, wie kann ich das auf mich individuell anwenden, weil das sind ja alles allgemeine Sachen, die wichtig sind, aber wie sieht das in meinem Alltag aus? Was sollen die Menschen machen? Ja klar, also im Endeffekt, klick einfach unter diesem Video auf den Link, bewirb dich bei uns für ein kostenloses Beratungsgespräch, weil das ist, wie der Simon gerade gesagt hat, das, was wir dir jetzt hier mitgeben, so, das kann dir die Augen öffnen, das kann für dich so dieses, ah ja, stimmt, genau, ich kann mich da wirklich wiedererkennen in dem, was die sagen, aber im Endeffekt, wie das jetzt bei dir genau aussieht, ob du jetzt Frühschicht hast, Abendschicht oder ob du jetzt generell Sport machen solltest oder keinen Sport machen, das können wir dir jetzt im Video nicht sagen, weil wir dich nicht kennen. Drum eben, klick auf den Link, füll da einen kurzen Fragebogen aus, damit wir einfach ein besseres Gefühl dafür haben, hey, wie du, ob du zu uns auch wirklich passt oder nicht. Und dann werden wir nämlich auch bald schon in einem persönlichen Gespräch uns mit dir zusammensetzen. Das geht auch alles über Zoom, also über Videotelefonie. Das heißt, du musst nicht zu uns herkommen. Das ist auch ein Riesenvorteil, weil wir da komplett digital aufgestellt sind, dass wir dir da wirklich mitgeben können, so, hey, was musst du jetzt verändern, damit du jetzt vorwärts kommst, damit das Gewicht runtergeht und damit es dann auch so bleibt. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Okay? Ja. Ja, und abschließend, wenn dir das Video gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, gib sehr gerne einen Daumen nach oben, schreib es in die Kommentare, zeig es einem Freund, der vielleicht sagt, ah, ich würde gerne wieder so aussehen wie früher. Und dann freuen wir uns, dir weiterzuhelfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Simon Mattis. Hau rein. Ciao, ciao.